Es begab sich zu einer Zeit, als das Töpferhandwerk noch goldenen Boden hatte, ehrbar und angesehen war. Gesellen waren damals auf der Wanderschaft, vertieften handwerkliche Fähigkeiten und Techniken, gingen bei vielen Meistern in die Schule, um schließlich das Meisterrecht zu erwerben. Wisst ihr, wir haben hier in Königsbrück so einige Töpfereien. Ich glaube, es sind fast 25 anno 1880. Ich kenne da einen Meister, der Oheim meiner Frau. Der sucht gerade einen Gesellen. Bei dem könntet ihr vielleicht erstmal unterkommen. Morgen! Morgen an der Herrgottsfrühe beginnt unser Tagwerk. Und wenn du dich wacker schlägst, da wirst du da rauskommen, Jan. Aber trink mal aus Bein. Erst wird getrunken. Und? Viel habe ich gelernt bei euch. Es war eine schöne, wenn auch arbeitsame Zeit. Aber nun muss ich weiterziehen. Habt Dank dafür. Ich hatte schon viele Gesellen, aber du, mein lieber Toni, du bist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Du warst eine Geselle mit Leib und Seele. Werte Herren der Innung, ich begrüße Sie hier zu Königsbrück in meiner Werkstatt. Schauen Sie, wie neugierig die Leute da draußen schauen. Sagt, wer von euch ist kein Rechtshänder? Ich grüße Sie. Ich habe Sie ausgewählt, damit Sie mir heute bei meiner Aufführung helfen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Glauben Sie mir, habe ich etwas ganz Neues für Sie. Das muss für jeden, der rechts ist. Das Geschirr für den Linkshänder.